Jo Leute, in diesem Guide zeige ich euch, wie ihr in Dragon's Dogma 2 die Zwergenschmiede und noch einen richtig geilen Shop freischalten könnt, der krasses Equipment anbietet, damit euch das Endgame viel leichter fällt. Unsere Reise beginnt in Vanworth und zwar genauer gesagt direkt am Schloss und dort laufen wir erstmal aufs Schloss zu, so frontal und gehen dann links in einen kleinen Garten rein. Der ist genau hier und dort müssen wir mit einem Soldaten sprechen. Der befindet sich immer dort, egal wann ihr da hingeht. Und das ist der Gute hier, Roman oder Roman. Er wird euch ein kaputtes Schwert geben, das ihr reparieren sollt und dafür müsst ihr einen Schmied aufsuchen, der in der Lage ist, das überhaupt zu machen. Dieser Schmied befindet sich in Bakbatal, also in der Hauptstadt von Batal. Ich zeige euch jetzt, wie man genau dahin kommt. Das ist direkt nach dem Eingang, wenn ihr rechts lauft. Hier ist nochmal die Location auf der Karte, wo wir genau hin müssen, also die zweite rechts in Bakbatal und dann zu Brockers Schmiede. Wir reden zuerst mit Brocker, geben ihm dann das kaputte Schwert und anschließend müssen wir mit seiner Tochter Sarah reden, die befindet sich auch im gleichen Raum oder einen Raum nebendran, je nachdem wo sie gerade hingelaufen ist und dann werden wir woanders hingeschickt und zwar in eine Höhle, die in der Nähe ist. Ja, diese Höhle seht ihr einfach auf der Karte, die wird markiert sein, ihr müsst die Quest einfach priorisieren und dort müssen wir dann Glimmerkohle sammeln. Das sind theoretisch einfach Kristalle. Und in dieser Höhle könnt ihr die Laterne ausmachen, denn dann werden diese Kristalle grün leuchten und ihr wisst genau, wo ihr hin müsst, um sie aufzusammeln. Es gibt auch Glimmerkohle, die einfach nur schwarz oder grau ist, die könnt ihr komplett wegschmeißen, wir brauchen nur die, die grün leuchtet. Und das ist auch ein Unterschied im Menü, das seht ihr sofort, wenn ihr mal beide Versionen eingesammelt habt. Und davon brauchen wir insgesamt 25. Egal was die Beschreibung sagt, sammelt 25 davon ein. Dann geht ihr zurück zu Sarah, gebt ihr natürlich diese Glimmerkohle und anschließend auch das Schwert. Und dann müsst ihr eine Nacht schlafen gehen und wieder zurücklaufen. Dann werdet ihr merken, Sarah ist weg, sie ist ganz woanders hingelaufen. Und wo sie ist, wird euch auch auf der Karte angezeigt. Da müsst ihr halt eben hinreisen und dort ist eine Höhle, die einigermaßen gefährlich ist. Also ist schon tricky, da durchzukommen. Und am Ende werdet ihr Sarah an einer Schmiede finden. Im selben Raum mit der Schmiede sind noch zwei Truhen. Macht die auf jeden Fall auf, denn ihr werdet in einer den geschmolzenen Zorn finden. Einen der besten Zweihandwaffen überhaupt im Spiel. Danach müsst ihr so schnell wie möglich mit Sarah aus der Höhle fliehen. Und dann wieder zurück nach Bakbatal. Dann müsst ihr natürlich wieder mit Sarah reden. Sie wird euch das reparierte Schwert geben. Danach geht ihr ins Gasthaus, schlaft einen Tag und kommt dann wieder zu Sarah zurück und dann sollte der Shop eigentlich freigeschaltet sein. Ihr könnt dort dann richtig geiles Equipment kaufen, zum Beispiel den Todesringer für die mystische Klinge und noch richtig geiles Equipment für andere Klassen natürlich. Und ihr könnt auch sogar noch Rabatt von Sarah bekommen. Wenn ihr sie ansprecht, dann drückt mal auf Geschenk geben, das ist Viereck auf der PlayStation zum Beispiel und dann könnt ihr ihr einen Blumenstrauß überreichen. Anschließend ist sie geschmeichelt und ihr bekommt ganze 10% Rabatt auf alle Gegenstände im Store. Und natürlich habt ihr noch die Möglichkeit, die Schmiede zu benutzen, um eure Items abzugraden. Durch die Zwergenschmiede wird die magische und physische Abwehr sowie der Niederschlagswiderstand erhöht. Allerdings wird auch das Gewicht ein bisschen erhöht. Für mich war aber der Shop jetzt interessanter als die Schmiede an sich, weil ich sowieso mein Zeug in Vanworth abgegradet habe. Übrigens könnt ihr ja auch noch nach Vanworth zurückgehen, um die Quest vollständig zu beenden. Ihr müsst wieder zu Roman, also zu dem Soldaten am Schloss. Und dann gebt ihr eben das reparierte Schwert und bekommt 35.000 Gold als Belohnung. Ja, das war's jetzt auch schon mit dem Guide, Leute. Ihr habt einen richtig geilen Shop freigeschaltet. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Und ich hoffe auch, dass das Video euch gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne Feedback da. Ich würde gerne bald auf die 10.000 Abonnenten kommen. Also haut in die Tasten, beziehungsweise klickt auf diesen Button. Und viel Spaß noch mit dem Spiel. Haut rein und bis bald. Bye, bye.